Hallo. Schade, ich wollte eigentlich, dass Markus was sagt. Da sind wir wieder. Ich spreche doch immer als Letztes und sag dann Servus. Hast du? Wir haben da mal was vorbereitet. Ja, weil wir die Map jetzt schon Ewigkeiten versuchen und immer failen. Du, weißt haben wir uns jetzt eine neue... Sechste Mal ist der, glaube ich, jetzt hier. Was? Echt? Oh mein Gott. Sechster Anlauf, ja? Ja, wir haben uns eine neue Taktik überlegt, vor allem die letzte Taktik war ein bisschen doof, weil wenn die hinten von unserem Schadensbereich rausgekommen sind, dann waren die sofort beim Kehren. Wir ja, haben da tu nicht mehr so, als wäre das deine Entdeckung gewesen. Tu ich doch gar nicht. Das hast du jetzt nur gesagt, als wärst du was selber gehabt. Ich wollte es halt erklären. Ja, dann erklär auch. Eben. Mecker nicht, erklär. Lass dich anmeckern. Du hast mich ja unterbrochen. Also. Ja. Also weiter. Deswegen haben wir den Schadensbereich jetzt nach vorne gezogen. Hier sieht man schon die Ansätze von dem 4x4 Bereich wieder. Und ja. Ich glaube, den Rest wird man dann sehen noch. Was ich gerade nicht verstehe. Was denn? Was macht dieser eine Block, der hier schräg nach außen geht? Das ist einfach so, dass mit den Baublöcken, die wir jetzt zur Verfügung haben, weiter länger brauchen, ja. Genau. Okay, danke. Nur so temporär. Können wir vielleicht loslegen? Ja. Ja. Verglühen alle, das ist schön. Achso, und du hast natürlich deine galvanische Kanone. Oder wie? Ja, momentan schon. Weil die mit der taktischen Gegenüberstellung unglaublich praktisch ist. Die stehen so schnell wieder auf. Ach komm! Profisäure. Da ist einer fast beim Kern, ne? Ah ja. Ich halte die anderen drei auf. Ist gut. Fenster haben wir momentan so klein vor. Platz. Tja. Okay, der Begleiter, ich muss zugeben, der ist echt nützlich. Na, sag ich doch. Okay, for now. Jo. Das sieht doch ziemlich gut. Ach, Silent Mode. Wäre nicht gemacht. Nö. Warum denn auch? Ja, weil. So, was kommt da raus? Ja. Okay. Moment. Ja. Aber doch, die Rohre sind ein klein wenig ärmlich gestaltet hier, ja. Ich bin ja nicht ganz so doof, wie ich aussehe. Ne? Nee, du weißt ja gar nicht, wie ich aussehe. Doch, ich glaub schon. Ne. Ich weiß nur, wie Simon aussieht. Ah, ja. Das ist aber schön, wenn du mal ein bisschen zeigst. Was willst du? Ja, genau. Ha, reicht sogar jetzt schon. Na, perfekt. Wunderbar. Kannst du mit den anderen beiden Blöcken ja schon mal anfangen, hier Spaß zu haben, ja genau.
Stone. Jo. Dann gehe ich nämlich mit der Handkanone hier an die, auf den Längsbereich. Weil ich nämlich Piercing Shots habe mit der Kanone. Das macht es voll praktisch, wenn ich hier stehe. Wir könnten vielleicht auch schon anfangen, Minenturm oder so. Oh, klar. Ja. Aber warte mal, nicht auf die Line. Sag wo? Ja, warte. Ja, ich meine, so gesehen, zumindest von der Amphetamin-Turm auch mit verstärkt. Ja, aber nicht von Feuerleiten, das wollen wir. Ja, stell es hier hin. Da, wo du jetzt gerade drauf stehst? Mhm. Ja, dann ist sie auf jeden Fall noch im 4x4 bereit. Okay. Dann. So, der Rest kann noch in den Drohnenturm hier rein. Denke ich. Nicht? Ja. Jetzt haben wir nur ein bisschen Geld. Ach, machen wir noch mit Gatling oder Kanone. Na, mit Gatling. Jo, mach wie du meinst. Die wir jetzt seit neuestem doch wieder nutzen. Nach allen Jahren überreicht. Erschöpfenden Studien. Ja, weil sie rein theoretisch gut sein müsste. Laut Zahlen. Was sagen die Zahlen hier? 45, 92. Naja. Und 86. Ist nicht wirklich stark gewesen, die Runde. Leute. Ja, ja. Ok, ok. War das der Balzruf des Gockels? Ja. Ha. So was muss man doch wissen. Du bist der Gockel, nicht ich. Ich habe mit solchen Leuten wie dir normalerweise nicht viel zu tun. Du bist da die Ausnahme. Du hast nie mit Gockeln zu tun? Nee, selten. Schäm dich. Wofür? Dass du nie mit Gockeln zu tun hast. Weißt du, ich nicht eigentlich hier die Längsseite runterstellen? Ich stehe hier auf der Längsseite. Also von hinten? Ach, auch gut. Nicht ehrenhaft, aber effizient. Was ja, hast du gesagt? Doch. Complete Destruction. Nee, da war was anderes bei mir. Nee, ich krieg ja dann nicht down. Langsam haben wir, glaube ich, einen Dreh raus. Ja. Okay, eins ist klar. Wenn man die Zombies immer zu zweit angreift, sind die Blocker down. Alleine haben wir ein Problem. Ein bisschen. Jo. Ja, ich alleine auch nicht wirklich. Ja, du mich auch. Wenn G2 dann mal mitkommt, der hängt ja in der Regel. Ja, dann, damit bist du ja zu zweit, Junge. Eben, ich bin zu zweit, ja. So, dann gleich mal umbauen alles. Sei mal mehr defensiv, Kerl. Umbauen? Wieso? Auf dem Hauptdamage-Bereich. Ach, gut. Oh, die sind nicht einfach zu den Minen gekommen. Nice. Nö. Jawohl, nice. Also gleich mal der Amp. Der wichtigste. Nö, sind nicht zum Reich kommen, das meinte ich. Ja, ich weiß. Gleich einen Fokus dazu packen irgendwo? Oder gleich einen Feuerleitturm? Dann kannst du eigentlich auch schon bauen. Nach wohin? Da.
Da wo du jetzt stehst. Mhm. So. Lass halt mal schauen, wo wir hier den Blitzturm hinpacken. Wirklich auf die Ecke oder machen wir den irgendwo anders hin, auf die andere Seite? Also ich würde schon sagen, auf die Ecke. Ecke ist schon der beste Punkt, ja. Okay. Nehme ich auch. Was denn? Nichts. Doch, da war was. Nö. Nee. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich mir auch, dass da nichts war. Super. So, was haben wir noch Schönes? Verstärkt die Amp den Slow Spender? Ich glaube, den Slow Spender nicht, aber der Feuerlight verstärkt ihn. Ja, der sowieso. Okay, das heißt, die packen wir auch nachher irgendwo ein bisschen was weiter weg hin. Ja, wenn wir mehr Blöcke haben. Nächste Runde oder so. So, na, obwohl ich hab noch drei. Warum habe ich noch drei? Weil du nicht zählen kannst. Simon? Ja. Kannst du den Firelight noch schnell? Genau. Bin ich bei. Ja, wenn du Lust hast, kannst du es ja neben die Minen stellen oder so. Slow. Oh. Alter, Maus hat es halt irgendwie. Neben der Spur. Da so. So, was erwischt der? Ah, der Feuerleitung kriegt einen Blitzturm nicht mehr. Hm. Alles auch das Einzigste. Nicht so schlimm. So, wie kriegt er alle andere Flächen? Eben. Jo. Ja, ich glaube, das können wir auch. Blitz meint ja schon noch Range eigentlich. Naja. Ganz okay Range, finde ich. Erreicht bis um die Ecke rum, also. Oh. Ich gehe hier hinten in die Ecke und mache ein bisschen erstmal die Läufer so ein klein wenig schwächer. Jo, ich bleib bei Simon. Okay. Good to go. Let's get going. So, ah ne, die kommen eh erst da hinten raus. Hm? Ja, nee, jetzt sind hier. Simon, mach mich nicht schwach. Bitte? Mach mich nicht schwach, dass du jetzt schon stirbst. Wie soll ich dich schwach machen? Indem du jetzt schon stirbst. Ja, das gehört aber mit zur Strategie. Dass ich möglichst nah dran gehe. Da sind verdammt viele bei Kern. Ja. Aber alle halb tot. Und ein Zombie. Zwei. Ach Gott. Ach ja. Ja, Kern hat noch volles Leben. Jo. Oh, wir haben gar keinen heilenden Kern dabei. Doch, eigentlich schon. Warum hat's den gerade nicht geheilt? Weiß nicht, also ich meine, ich hätte mitgenommen. Du meinst? Ich bin mir sicher, dass ich mitgenommen habe, ziemlich, ja. Apropos, ziemlich. Zeit. Ah ja, Zeit damit, genau. Komm, hüpft er jetzt schon? Ja, hüpft bekommen.
Ich glaube, um die müssen wir Manuel kümmern. Sure, Manuel regelt. Habe ich hier mal kurz einfach so einen Kanonenturm hingestellt. Ja, alles was recht ist. Für die Hüpfer sollten übrigens die Lenkraketen noch super sein. Fällt mir gerade so ein. Also gehe ich da hinten in die Ecke wieder. So. Minen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Dabei steht es bei dir sogar in der Jobbeschreibung. Okay, die anderen, die sind Alphas tot. Passt. Jo. Gut geklappt. So, hat... Nein, der Kern heilt sich wirklich nicht. Blöd. Scheiße. Etwas. Das ist in dem Fall echt mies, weil wir das dringend brauchen. Ja, machen wir jetzt schon neu, oder? Ich meine, wir wissen jetzt, wie wir was machen müssen. Weil ich, wie gesagt, noch nicht sicher bin, dass ich das mitgenommen hätte. Was wollen wir mal sehen? Nee. Das siehst du, wenn du Escape drückst oben. Ja. Doch, heilen. Nee. Warum hat das wieder auf instabil gesetzt? Bäh. Sehr seltsam. Ja, also ist jetzt die Frage. Was sagst du, Corby? Nochmal ja, neu oder so? Das nochmal neu ist natürlich jetzt auch wieder blöd, aber... Andererseits brauchen wir es eigentlich schon recht dringend, oder? Aber weiß ich mit der Meta? Dann, wie wir schon sagten, mit der Pfüpfer kommt da eigentlich nicht wirklich durch. Probieren wir es einfach mal. Wenn du meinst. So. Wenn man irgendwo Streuer ist, dann habe ich all meine Türme durch. Oder sowas besser sein lassen. Ich wollte jetzt erstmal hier den Fokus hinpacken, so. Ja, und Streuer ist ja, warum nicht? Von jedem Turm ein ist immer noch das Beste, glaube ich. Will ihr noch wer zu Ende upgraden? Nee. Dachte ich, ist nur der Streuer vielleicht. Das habe ich dir das Geld gegeben. Ja, hast Mann, du. Das wollte ich im Fokus packen. Dann Blöcke. Die letzten 5 kommen noch wo rein? Da so. Ganz ehrlich, das sieht ziemlich gut aus, wenn wir sie jetzt noch eine ganze Weile nach links locken können. Tja. Die Frage ist nur, wollen wir die Hüpfer, die von oben kommen, vielleicht über 3 Seiten lenken oder wirklich nur über eine? Inwiefern über 3 Seiten? Ja, wir können sie entweder hier drüber springen lassen, und dann sind sie direkt beim Kern, oder ich block das hier zu, müssen sie hier außen rumgehen, über 3 Seiten. Mach's zu. Oh, dann kann man den anderen Weg nicht mehr so gut bauen. Welchen anderen Weg? Obwohl. Ah, doch. Ich würde übrigens was sagen, dass wir den Weg hier nochmal zurückführen, außenrum. Ja, hatte ich vor. Ach, jo.
Aber wenn ich das halt hier jetzt so zublock, kann man da nicht mehr so schön bauen. Na wohl. Hier muss glaube ich noch einer hin. Wo? Oh. Da. Nö. Die können nicht eineinhalb springen. Ja, aber einen können sie springen. Einmal hier drüber. Ja, das ist ja nicht eins. Ich bin mir recht sicher, dass das letztes Mal so gewesen ist. Übrigens Minen. Auch toll, wie dieser Turm einfach mitten in der Leitung steht. Hm? Ach so. Hier das Mittelding. Hm. Da haben sie extra ein Loch rausgefräst. Ja. Vor allem ist es ja von oben gedroppt, also. Sinn. Jo. Mhm. Das Mittelstück ist nicht von oben gedroppt. Das hat sich manifestiert, als die vier Blöcke aus dem Raum entstanden sind. Stimmt, ja. Stimmt. Das hat das von außen eingeschlossen. Ja. Was kommt denn woraus? Ich gehe auf die Soaker. Okay.